Hallo und herzlich willkommen bei Muskel- und Gelenkschmerzen.de. Mein Name ist Jan Lingen und heute möchte ich eine Zuschauerfrage wieder einmal beantworten. Und zwar geht es um das Thema Schmerzen im Fuß, beziehungsweise es geht um das Thema Plantarfaszitis. Es hat mich jemand gefragt, ob es möglich ist, dass Schmerzen im Fußgewölbe, dort bei der Plantarfaszie hervorgerufen werden können durch langes Arbeiten auf einer Leiter. Und das ist natürlich vollkommen richtig, dass das möglich ist, weil wenn ihr auf einer Leiter steht, habt ihr natürlich eine relativ punktuelle Belastung auf eurem Fußgewölbe, vor allem dann, wenn ihr weiche Schuhe oder gar keine Schuhe anhabt. Wenn ihr zum Beispiel im Falle von Frauen mit Ballerinas draufsteht oder wenn ihr nur Flipflops anhabt, die Herren oder barfuß, dann habt ihr natürlich eine starke Belastung vom Fußgewölbe und das ist tatsächlich möglich, wenn ihr nur lange genug draufsteht oder hier relativ empfindlich seid dafür, dass ihr danach Schmerzen im Fuß habt, die dann auch in die Ferse hinein und in die Achillessehne reinstrahlen können. Was macht man da nun? Ich empfehle da, wenn das wirklich dann muskulärer und faszialer Ursprung ist, diese Schmerzen im Fuß, Ferse, Achillessehne, dass man seine Plantarfaszie einfach mal mit einem Ball massiert. Ich nehme hierfür immer einen kleinen harten Ball, lege den auf den Boden und stell dann das betreffende Bein, also das schmerzt, auf den Ball drauf und verlagere dann langsam mein Gewicht auf das Bein. Nicht komplett natürlich, um Gottes Willen, erstmal nur ein bisschen. Und dann roll ich mit dem Fuß ganz, ganz, ganz langsam über den Ball und suche nach Punkten, die eventuell sehr schmerzlich sind. Und wenn ich so einen Punkt gefunden habe, dann bleibe ich genau dort und verlagere ein bisschen mehr Gewicht drauf. Ja? So. Und dann bleibe ich da einfach mal für eine Minute bis eineinhalb Minuten mit diesem Druck drauf stehen. Das Ganze sollte eine angenehme Schmerzqualität haben. Es sollte nicht so sein, dass ihr durch die Decke gehen wollt. Und nach den eineinhalb Minuten steigt ihr dann einfach wieder runter. Und das könnt ihr dann einfach über mehrere Tage hinweg wiederholen und immer unterschiedliche schmerzliche Punkte am Fuß mit dieser Technik lockern. Eine andere Möglichkeit ist, einfach sich auf den Ball eben, wie gesagt, da draufzustellen, auf einen Punkt, der ein bisschen empfindlich ist. Und wenn jetzt das hier mein Fuß wäre und das hier vorne meine Zehen, dann einfach die Zehen ein bisschen strecken und beugen. Da werdet ihr merken, dass dann die Sehnen und die Muskeln, die diese Bewegung ausführen, sich unter dem Ball bewegen und dass die Schmerzen ein bisschen rauf und runter gehen werden. Ist auch eine ganz hervorragende Technik, um da das Fußgewölbe schön zu lockern. Gut, ich würde noch als Tipp, möchte ich euch da gerne mitgeben, dass ihr das am Anfang, zu Beginn sehr konservativ startet und damit anfangt. Ich würde nicht 2, 3, 4 Minuten auf dem Ball stehen und das dann 5-mal am Tag machen, sondern erstmal einmal vielleicht für 30 Sekunden, maximal eine Minute und dann mit moderatem Druck, gar nicht zu viel, und dann schauen, wie der Körper drauf reagiert und dann zum Beispiel am nächsten Tag das Ganze wiederholen. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt aber merkt, dass nach einmal massieren das Ganze schon hypersensibel geworden ist, dann lasst einfach ein bisschen Pause. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das Ganze für euch überhaupt das Richtige ist, dann fragt einfach euren Arzt oder Physiotherapeuten und übernehmt da einfach selber auch dann Verantwortung und informiert euch einfach außerhalb des Internets noch ein bisschen. Gut, ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat und falls ja, bitte Daumen hoch, abonniert doch meinen Kanal, helft mir somit hier meine News zu verbreiten und ich wünsche euch eine gute Besserung und sage auf Wiedersehen.